So, meine Freunde, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Project Cars 2, hier im letzten Rennen, das wir jetzt fahren in der Demo. Und zwar mit dem Ferrari 488 GT3 auf natürlich der Strecke wie vorhin auch schon dem Red Bull Ring, allerdings im Regen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Auto jetzt hier handeln wird. Das dürfte ziemlich schwierig werden, könnte ich mir vorstellen, denn wir fahren hier natürlich mit einem Hecktriebler im Regen, mit einem GT3-Fahrzeug. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommen wird. Wir werden nochmal kurz hier am HUD was ändern, denn ich war da ein bisschen unzufrieden gerade. Damit wir wenigstens wissen, wann das Rennen vorbei ist. Das hatten wir eben nicht. Oh, hier haben wir also einen fliegenden Start. Sehr, sehr interessant. Gut, ich meine beim Regen mit GT3-Fahrzeugen etwas verständlich. Das wird ja häufig im Echten auch so gehandhabt, dass wir eben auch bei der Formel 1 zum Beispiel dann fliegende Starts haben, wenn es so stark regnet. Und dann wollen wir noch mal sehen, was hier abgeht. Da direkt etwas spät gebremst, aber noch recht gut reingekommen. Bin da recht gut reingerutscht. Okay, ich merke es, wie das Fahrzeug am Rutschen ist. Wir sind jetzt hier gerade, wir haben jetzt gerade schon, glaube ich, zwei Plätze gut gemacht. Ja, einen Platz haben wir gut gemacht, aber der Kollege hier ist direkt neben uns, wenn er in den Außenspiegel geguckt hat. Da kommen wir außen beim Anbremsen vorbei. Oh, schicker Porsche hier. Da gab es eine leichte Berührung, aber das ist ja bei den GT-Cars hier nicht so schlimm wie bei der Formel Renault. Gut, ich habe da nicht so optimal rausbeschleunigt, aber es ist keiner mehr neben uns. Wir haben den R8 gut passiert. Gucken, ob wir jetzt hier in den Porsche überholen können. Ich muss sagen, das Fahrzeug fährt sich hier trotz Regen ziemlich gut. Allerdings möchte ich jetzt hier auch nicht zu früh die großen Töne spucken, denn ich habe gesehen, hier auf der Strecke gibt es viele, viele Stellen, wo es ähnliche Pfützen gibt wie in Forza Motorsport 6 auch schon. Und mit den Pfützen habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht. Da habe ich oftmals mich gedreht. Wir sehen hier oft innen an den Curbs, da sind oft solche Kurven, solche Pfützen meine ich. Und ja, wenn ich es dann doch mal nicht früh genug sehe, so eine Pfütze, und dann da herein mich befördere, dann kann es schon sein, dass wir hier noch uns mal drehen und das Rennen doch noch wegschmeißen. Wir sind jetzt hier gerade auf Platz 5, haben uns da schon mal recht gut vorgekämpft, 4 Leute überholt. Nein, gar nicht, stimmt überhaupt nicht. Wir haben, 3 Leute überholt. Wir sind auf Platz 8 gestartet. Jetzt sehen wir hier gerade auch, wie das Wetter besser wird. Der Regen klart langsam auf und die Strecke ist natürlich noch nass, aber die Sonne kommt langsam zum Vorschein. Ich bin gespannt, wie sich das Fahrverhalten dann gleich ändern wird und ob wir vielleicht, na gut, bei dem kurzen Rennen werden wir nicht an die Box müssen, aber das war aber eine Aktion jetzt. Ah, da hat er uns auch weggerammt. Er hat uns da nicht kommen sehen. Was heißt, er hat uns weggerammt? Ich bin wirklich ein bisschen sehr harsch reingegangen. Das war schon so eine leichte Verstappen-Aktion. Aber gut, er ist ja immer noch hinter uns. Wir haben ihn jetzt nicht komplett aus dem Leben befördert. Von daher immer noch human, würde ich sagen. Ich meine, es war trotzdem ein bisschen sehr harsch, aber gerade sehr interessant zu sehen, wie die Strecke auf der Ideallinie abtrocknet und als wir dann doch nochmal auf die Außenlinie gekommen sind, wie uns dann die Wasserspritzer auf der Scheibe schon erwartet haben. Ja, die Kurve bin ich zu weit innen angefahren. Am Anfang habe ich den Scheitelpunkt ein bisschen verpasst. Oh, da bin ich leicht ins Rutschen gekommen. Hier eben die Pfützen. Ah, die Kurve bin ich sehr, sehr schlecht gefahren. Aber hinter uns der... Ja gut, er kommt auch nicht so richtig ran, habe ich so das Gefühl. Allerdings kommen wir auch nicht näher zum Vordermann, dementsprechend hier jetzt recht ausgeglichen gerade. Die Kurve bin ich dieses Mal ganz gut gefahren. Habe ein bisschen weit nach außen gekommen, aber eigentlich recht gut gefahren, die Kurve. Puh, ja, das ist schon ein bisschen anstrengender, als hier vorhin mit dem Huracan lang zu heizen. Ich meine, mit der Formel Renault war es jetzt auch nicht unbedingt das Sinn. Oh, da bin ich sehr weit rausgekommen. Mit der Formel Renault war es jetzt auch nicht gerade das Leichteste, aber es war trotzdem nochmal... Hierbei muss man sich trotzdem nochmal einen Tick weit mehr konzentrieren als bei der Formel Renault.
So einfach ist das nicht. Ah, aber wirklich rankommen tun wir auch nicht. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, wir haben ein bisschen besser rausbeständigt als unser Vordermann, aber signifikant nicht. Also rankommen tun wir da gerade eher weniger. Da habe ich mich ein bisschen verschaltet. Wir müssen ja echt immer versuchen, auf der trockenen Ideallinie zu bleiben. Weil hier haben wir wirklich hier lässt sich das Auto halt wirklich signifikant besser fahren als neben der Ideallinie. Was ja auch ganz logisch ist. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht auf den... Das war sehr, sehr unvorteilhaft. Sind wir Letzter? Vorletzter? Jetzt sind wir Letzter. Eieiei. Da bin ich leicht auf den Rasen gekommen und direkt hat das Auto da den Abflug gemacht. Ich merke, dass mein Auto ganz leicht nach rechts zieht. Oh, oh, oh. Das wird nichts mehr mit dem Rennen. Ich glaube, wir können uns hier auf den letzten Platz einstellen. Ah, schade. Ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin am Anfang so gut gefahren. Sehr, sehr ärgerlich jetzt. Ja, ich merke, dass ich langsamer werde. Und gerade auch das nach rechts ziehen, das behindert ihr einen doch gewaltig. Ja, da kommen wir sehr, sehr schlecht ran. Hier über den Körb gefahren. Ah, jetzt wird's nichts mehr. Sehr, sehr schade drum. Vielleicht kann ich nochmal mit irgendwelchen komischen Aktionen hier doch noch an einem vorbeiziehen oder so, aber es sieht gerade eher weniger danach aus. Ah, ärgerlich, dass ich jetzt durch so einen kleinen... dass ich jetzt durch so einen kleinen Fehler das ganze Rennen im Grunde weggeschmissen habe. Hier auch sehr... Ja. Ich glaube, jetzt können wir es eigentlich schon... Jetzt können wir es eigentlich schon abhaken. Wir können uns mit dem letzten Platz, glaube ich, schon mal recht gut anfreunden. Klar sind wir gerade nochmal vorbeigekommen, aber das war einfach nur, weil ich mich verbremst habe. Und ja, wir sind ja dann noch direkt nach außen wieder gewandert. Hier kurz verschaltet. Das habe ich gerade unten gesehen. Ich war gerade kurz im ersten Gang, habe dann doch wieder... Ja, okay. Okay. Man merkt es gerade beim Rausbeschleunigen, das nach rechts ziehen, dass ich da wirklich sehr, sehr stark aufpassen muss. Sobald ich da ein bisschen zu viel Gas gebe, zieht der Wagen direkt nach rechts rüber. Schade. Aber so ist das im Motorsport. Man kann hier jetzt nicht immer komplett absahen. Ja, ist wirklich ein bisschen ärgerlich jetzt natürlich, aber dann fahren wir die letzte Runde noch auf dem letzten Platz zu Ende und ja gut, ich muss mich damit anfreunden, dass man bei dem Spiel hier vielleicht ein bisschen mehr üben muss als bei einem Forza Motorsport 6. Oder dass man sich hier ein bisschen mehr aufpassen muss. Solange die GT4-Cars nicht noch an uns rankommen, ist alles gut. Da bin ich zufrieden. Ja. Gut, ich meine, es war jetzt ein dummer Fehler von mir, das muss man ja wirklich sagen. Das hätte man vermeiden können, da auf den Rasen zu kommen. Da hätte ich einfach ein bisschen weiter innen bleiben müssen und dann wäre die ganze Sache schon ganz anders verlaufen. Aber gut, sowas passiert halt. Aber ich finde auf jeden Fall, spannend oder, sage ich mal, gut gemacht oder realistisch gemacht, dass einem so ein Fehler hier auch nicht verziehen wird. Man kennt es ja zum Beispiel von Forza Motorsport 6, dass man da gut und gerne mal so einen Fehler machen kann und dann im Endeffekt doch noch Erster wird, weil man sich dann wieder nach vorne kämpfen kann. Das ist hier eben eher weniger der Fall. Man merkt halt wirklich jetzt, wie das Auto signifikant langsamer wird durch... durch solche Aktionen wie hier gerade. Also der eine ist mir in die Seite, also ich bin ja seitlich ausgerutscht, wir gucken uns das nachher in der Wiederholung nochmal an. Ich bin ja auf dem Rasen ausgerutscht, habe dann eben seitlich recht ein bisschen quer auf der Strecke gestanden und da ist uns auch jemand in die Seite reingeknallt, wodurch wahrscheinlich ja, bei der Aufhängung jetzt ein kleiner Fehler oder bei der Aufhängung oder bei der Federung ein kleiner Defekt jetzt ist. Wir haben eben nicht mehr das voll funktionsfähige Auto und dadurch werden wir jetzt auch Runde für Runde langsamer oder beziehungsweise wir können jetzt halt einfach die Pace nicht mehr halten, die wir vorher hatten. Dementsprechend ziehen uns die Gegner da absolut davon. Wir können auch nicht mehr aufholen. Ich kenne das zum Beispiel von Forza Motorsport 6, dass man da eine kaputte Aufhängung haben kann und trotzdem noch das ganze Feld überholt. Das ist hier halt nicht der Fall. Jetzt sind wir im Ziel auf dem letzten Platz. Trotzdem ein super spannendes Rennen am Anfang. Ich fand es wirklich krass, wie man hier jetzt also... Oh, na gut, das Rennen ist ja vorbei. Dementsprechend gucken wir uns mal die Wiederholung an. Ich bin gespannt.
wie der Crash gerade so aussehen wird. Gucken wir mal gerade am Anfang. Da sind wir recht gut davon gekommen. Wir hier im roten Ferrari unterwegs. Ich glaube, direkt den ersten Mercedes konnten wir da direkt in der ersten Kurve überholen. Hier direkt nach innen gezogen, die Innenlinie genommen. Und an zwei Fahrzeugen vorbei. Allerdings überholt uns hier der Mercedes, glaube ich, wieder zurück. Oder? Wir sind jetzt hier auf der Innenbahn. Gleich natürlich die Rechtskurve auf der Außenbahn. Aber wir sind schon vorbei. Da ziehe ich jetzt auch ein bisschen weiter nach innen, als ich gesehen habe, dass er hinter mir ist und nicht mehr neben mir. Und da sind wir dran vorbei. Dann hier außen versuchen wir es beim Audi R8 da vorbeizukommen. Und auch geschafft. Den Porsche schnappen wir da nicht mehr. Der kann auf der Innenbahn etwas besser beschleunigen und wir sind hinter ihm, aber am R8 sind wir immerhin an der Außenbahn vorbeigekommen. Wie man sieht, bleibe ich jetzt hier gerade innen und versuche den Porsche da zu kriegen, aber wechsel die Spur, innen etwas später reingebremst und am Porsche vorbeigezogen. Und das war es, glaube ich, auch erstmal an Überholmanövern für diese Runde jetzt. Ich glaube, weitergehen tut es erst in der nächsten Runde. Und in der Kurvenkombination, wie immer, nicht meine optimale Leistung hier ausgenutzt. Da hakt es immer wieder ein bisschen bei mir. Ich komme da nicht so richtig klar mit der Linie, wie ich da raus beschleunigen muss und so weiter und so fort. Der Porsche kann da auch direkt dranbleiben und wir werden auch vorne kommen wir auch nicht weiter dran. Allerdings können wir den Porsche trotzdem gut hinter uns halten. Da sieht man auch schon den Abstand, den wir jetzt zu den Vordermännern haben. Wahrscheinlich ist der Porsche einfach nur nicht vorbeigekommen. Er hätte wahrscheinlich selber schneller gekonnt. Aber wir haben ihn da ein bisschen aufgehalten und halten im Endeffekt also das ganze Feld auch ein bisschen auf. Hier sieht man, wie die Sonne langsam rauskommt, die Linie etwas aufklart. Da etwas verbremst, da innen einen kleinen Unfall gehabt. Das war die Aktion, wo ich gedacht habe, ich bin viel zu weit weg, aber dann doch noch reingestochen habe. Das war ein bisschen gewagt. Die Runde würde ich sagen, recht solide gefahren. Kann man sagen, wir haben jetzt eigentlich eine recht gute Pace. Wir kommen hier jetzt nicht viel weiter an den ersten ran. Aber der hintere kommt auch nicht an uns ran. Also dementsprechend verhalten wir uns da mit einem ganz guten Mittelmaß. Hier allerdings jetzt auf den Curb gekommen. Sehr, sehr weit raus. Konnte mich aber nochmal leicht retten. Der Hintermann sieht man auch. Der ist jetzt gerade recht nah rangekommen, als wir den kleinen Fehler da gemacht haben. Aber ich kann ihn hinter mir halten. Da der Hintermann sehr, sehr nah an uns dran. Versucht er vielleicht sogar in der nächsten Kurve schon Überholmanöver oder? Ich habe es jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wie es im Rennen war. Nein, versucht er nicht. Hier sind wir jetzt allerdings ziemlich weit rausgekommen. Was allerdings ja nicht wirklich hinderlich war. Ich würde sagen, dadurch konnten wir recht gut rausbeschleunigen. Ja, wir gewinnen da schon. Das ist schon ein großer Abstand jetzt mittlerweile zu den Vordermännern. Ich denke, ich habe da echt die hinter mir waren, etwas aufgehalten. Weil der Abstand ist schon recht groß. Hier noch recht gut gehalten. Ich glaube, da konnte ich sogar wieder ein bisschen Zeit gut machen. Wie wir sehen, der Abstand zu Vorder- und Hintermann ist jetzt ungefähr gleich. Vorher haben wir ein bisschen den Hintermann aufgehalten. Aber jetzt ist das recht ausgeglichen. Und ich glaube, das müsste jetzt auch schon die Runde gewesen sein, wo wir unseren Unfall hatten. Schauen wir mal in die nächste Kurve rein. Ja, hier zu weit rausgekommen, aufs Gras, mich gedreht, der Hintermann voll in uns reingeknallt. Und da eben vom ganzen Feld dann überholt worden im Endeffekt. Wirklich schade und danach konnten wir auch nicht mehr uns noch vordrängeln. Ist natürlich klar, wenn der uns in die Seite so reingeknallt ist, dass wir da einen Schaden davongetragen haben. Und da merkt man es auch schon, wie ich da rauskomme. Und wie ich die Zeit einfach verliere. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, danach kommen jetzt, glaube ich, keine Aktionen mehr. Ich glaube, ich habe es noch einmal versucht, den Mercedes zu überholen, wenn ich da jetzt nicht ganz mich täusche. Ich bin mir gerade nicht komplett sicher. Ich glaube, das war noch nicht in der nächsten Kurve, oder? Nein, jetzt noch nicht. Meine ziemlich sicher zu sein, dass das jetzt hier in der Haarnadel kommen sollte. Bin ich mir recht sicher, dass ich mich da einfach nur völlig verbremst habe, dann in der Innenbahn an dem Mercedes vorbeigezogen bin und dann, ja, eben völlig raus bin und der Mercedes wieder mit der Ideallinie da an uns vorbei ist. Das war's mit dem Rennen. Wir sind jetzt natürlich noch nicht am Ende, aber ich fahre jetzt nur noch hinterher und komme da absolut nicht mehr an die Vordermänner ran. Eben durch den Schaden aus dem Unfall, den wir da hatten. War natürlich mein Fehler, aber ich würde sagen, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall eine positive Wertung ab und damit würde ich sagen, macht's gut, meine Freunde. Ciao und bis zum nächsten Mal.
ob es mehr Project Cars 2 geben wird, bin ich mir noch unsicher. Das Spiel macht wirklich Spaß, aber ich glaube, mit einem Lenkrad wäre es doch schon vorteilhafter. Das Ding ist halt, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, so viel Geld für ein Lenkrad auszugeben, denn die Einsteigermodelle von Logitech zum Beispiel, das G920 oder eben G29, liegen ja trotzdem schon bei 250 Euro. Und ob ich im Endeffekt so oft damit was machen würde, ist halt die andere Frage. Dementsprechend erstmal würde ich sagen, zu Project Cars keine weiteren Videos. Allerdings kann sich das bei mir recht schnell ändern. Manchmal aus dem Affekt dann doch, ach komm, ich kauf's mir jetzt. Und dann gibt's doch nachher mehr Videos dazu. Ich bin auf jeden Fall schon interessiert. Es ist ein gutes Spiel, keine Frage. Allerdings würde ich sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Macht's gut, meine Freunde. Ciao und bis zum nächsten Mal.